Ja, was soll ich denn sagen? Rauf und runter, hin und her, immer dieser Spot, immer alte Festung, immer auf Amur. Ja, aber wenn es denn doch lübt. Es ballern einfach die Brocken rein, was soll ich denn sagen? Es ballern die Brocken rein und dazu kommt, ich habe die Brocken auch noch nötig. Zum einen wollen wir Kohle machen, zum anderen wollen wir hier auch noch die fehlenden Trophys abhaken. Und wenn hier die Stelle mal wieder lübt, dann wollen wir natürlich auch zusehen, dass wir hier die Brocken reinbekommen. Und zwar nicht diese hier, sondern diese hier. So sieht es aus. 30 Minuten jetzt hier gestanden. Gerade eben zwei Trophies abgehakt. Gerade noch einen Giebel hinterhergeschossen. Schuppenkarpfen. Meine zweite Schuppenkarpfen-Trophy überhaupt an der alten Festung. Erste auf Eierteig. Das war ja komplett crazy. Ich verlinke das nochmal. Zweite jetzt gerade eben. Köderkombi, Futtermische, zeige ich gleich. Abgefahrener Scheiß, ich werfe erstmal direkt wieder aus. Ganz, ganz, ganz abgefahren. Aber offensichtlich scheint es hier zu funktionieren. Also, der ultimative Spot fürs Karpfenangeln, fürs Amurangeln an der alten Festung. Gucken wir nochmal schnell rein in den Tag. Wir haben ungefähr jetzt hier so ein Wetter die ganze Zeit gehabt. Ich warte jetzt eigentlich hier auf diesen 14 Grad Tag, dass es nochmal deutlich kühler wird. Denn da wird es nochmal deutlich angenehmer für die Amure. Genauso wie hier hinten in dem Bereich. Das wird mir aber ein bisschen spät in der Nacht. So lange will ich dann doch nicht warten. Hoffe ich also jetzt auf den nächsten Tag. Und da werde ich dann wieder mich hier hinbegeben und wieder probieren, den schwarzen Amur als Trophy abzuhaken. Im Idealfall leicht verregnet, stark verregnet, unter 15 Grad. Das waren bisher bei mir die besten Ergebnisse. Und da werden wir dann weiter probieren und gucken, ob da nicht ein bisschen was geht. Ich bin jetzt, ja, wieder zurück auf fruchtige Aromen. Und hatte jetzt zuletzt ja hier alles probiert mit der Matchroute. Mit der Matchroute hat es fantastisch funktioniert. Matchroute, nur Kartoffel oder Kartoffel und Kohlblatt, sensationell. Oder nur Kohl, ging auch richtig gut. Auch das Video verlinke ich nochmal eben. Haben tatsächlich gar nicht so viele gesehen, erstaunlich. Denn da ging das richtig gut ab. Aber es kann natürlich auch dran liegen, dass nicht so viele mit der Match unterwegs sind. Also, dude und dat. Und jetzt gucken wir schon mal eben hier auf das Setup. Also, was haben wir hier? Position ist, glaube ich, klar auf der Map. Ne? Hier oben auf C2. Dann stehen wir hier auf 17 Meter geklippt. Und zwar werfe ich immer da, wo das Auge jetzt ist, in diesem Bereich an diese grüne Kante hier, genau an diese Kante, in diesem Bereich, also von hier bis hier. Einfach diesen Bereich immer anwerfen, 17 Meter, vielleicht auch 18 Meter, je nachdem wie nah man quasi hier steht. Aber ich stehe halt relativ genau hier an der Kante und dann 17 Meter dahin. Zack, next. Bam. Setup ist relativ groß, beziehungsweise mit 36 Kilo stattlich ausgestattet. Das funktioniert auch ganz gut. Und Hakengröße nur 1er. Auf Setup gehen wir jetzt gleich ein. Zack, genau da vorne hin, nicht so doll in den Clip. Dann flitscht das auch nicht so doll zurück. So, also folgendes Setup. Wir gucken mal eben kurz rein. Das ist das Setup hier. Normale Schnur sozusagen, 36 Kilo Vorfachsmaterial hier, beziehungsweise LED-Core, 70 Gramm Blei, 1er Haken, der Mugga Etalon und dann hier 20 und 22er Boilies. Es zuppelt schon wieder. Next. Nehmen wir auch nochmal eben schnell hier mit. 20 und 22er Boilie. Hier war jetzt das zweite Mal so ein kleiner.
Auch hier aber 20 und 22. Vielleicht führt ihr euch gleich auch noch mal ein bisschen nach. Gucken wir mal eben. Also, das ist hier jetzt die Kombination Maulbeere 20 und Kirsche 22. Maulbeere, Kirsche, der Dip auch Maulbeere. Zweites Setup. Maulbeere 20, Kirsche 22, der Dip Wildkirsche. Drittes Setup. Auch hier wieder Maulbeere, Kirsche, Wildkirsche. Also Maulbeere, Kirsche, Kirsche. Und ansonsten hier noch einmal mehr mit Maulbeere. Das Ganze gucken wir uns hier auch nochmal an mit der Futtermische. Beziehungsweise ich tue die jetzt gleich einfach nochmal dran. Ich werfe nochmal eine Futtermische nach. Hier zuppelt es ja gerade. Siehst du, da geht auch einer rein. Dann nehmen wir den noch eben hier mit raus. Frequenz richtig gut bisher. Bis auf die kleinen, die jetzt hier gerade kommen. Es kann natürlich sein, dass jetzt einfach durch ist. Nach 37 Minuten. Die Größen sind auch völlig okay. 10 Kilo hier in dem Bereich. 12 Kilo war dabei. 13 Kilo war dabei. 15 Kilo Amur. Also es sind schöne große Brocken reingegangen. Ich bin sehr gespannt, was das gleich an Silber bringt. Ja, abgesehen natürlich von den Trophies, ist das natürlich richtig schmackhaft. Ist also richtig gut. Wir gucken jetzt mal eben hier rein mit der Kirsche. Maulkirsche, das ist sie, glaube ich. Genau, das ist die Futtermische. Ich werfe einmal noch direkt aus. Zack, da vorne genau hin, an die Kante. Und dann machen wir das hier jetzt so und wir gucken mal eben rein in das PVA. Details. Also, das Ganze ist hier gerade auf Roggenkleie. Roggenkleie als Basis. Und dann haben wir geschredderte Boilies, gemahlene Boilies. Kirsche 16 Soluble, also auflösende Kirsche. Schwarze Kirsche Feed Pellets. Maulbeere, auch wieder gemahlen, geschredderter Boilie. Nochmal schwarze Kirsche Feed Pellet in 8 und Maulbeere als Aroma. Komplett Maulbeere, Kirsche in der Futtermische drin und es scheint richtig gut zu funktionieren. Der nächste Part, das nächste, was ich testen werde, ist wie gesagt jetzt bei kühlem Wetter, ob die schwarzen Amure da auch drauf einsteigen. Das ist jetzt nochmal interessant. Und nochmal mit größeren Haken, möglicherweise sogar auf die ganz großen. Ich schaue nochmal eben kurz rein. Bei der Maulbeere haben wir hier saftige Maulbeere, sogar 25er Boilies. Das ist halt richtig gut. Und wir könnten auch, soweit ich weiß, bei der Kirsche auch hier auf 26er Boilies zugreifen. Das ist natürlich der Hammer. Im Pop-Up-Bereich 26er Boilie, 25er Boilie, richtig, richtig große Köder, richtig große Haken für richtig große schwarze Amure. Ich hoffe, das passt. Zack, hier schon wieder der nächste dran. Sensationell. Also, die halbe Stunde hat sich mega gelohnt. Deutlich besser als die letzte Stunde oder anderthalb Stunden am Bernsteinsee, am Amber Lake. Das war nicht so gut. Da mache ich doch hier in 30 Minuten deutlich mehr Silber auch. Und es ist viel entspannter hier. So. Das und das. Ich glaube, wir haben soweit alles. Wir gucken nochmal eben in den Catcher rein. Ich lasse das alles so wie hier. Ich renne gleich wieder direkt zurück. So, kurz ins Café schauen. Na, das ist doch gar nicht schlecht. Also, einen kleinen können wir hier schon abgeben mit 41 Silber. 41 Silber im Café. Und wir sortieren mal eben nach Preis. Ja, beziehungsweise nochmal eben nach der Fangzeit jetzt. Gut, jetzt auf 41 Minuten mittlerweile. Aber in Gänze hier schon auf 360 plus Kaffee 400 Silber in 40 Minuten. Richtig, richtig schön. Sehr, sehr gut. Wenn wir die jetzt nochmal eben rausnehmen, auch das ist immer noch top. 200 Silber in den 40 Minuten oder sagen wir in einer halben Stunde ungefähr. Auch das ist noch gut, ohne
die Trophy. Aber das machen wir natürlich hier auch. Kratsching nehmen wir eben mit. Ich renne direkt wieder zurück. Also, testen, testen, testen. Schreibt ihr mal gerne auch unten rein in die Kommentare, bei welchem Wetter ihr die besten Ergebnisse hattet. Das ist deutlich ausschlaggebend. In letzter Zeit teste ich das sehr, sehr viel. Unterschiedliche Wetterverhältnisse, unterschiedliche Köder. Achte darauf, wie das miteinander reagiert. Also da gibt es ganz, ganz großen Einfluss bei den Wetterverhältnissen. Also Randa, gönnt euch den Spot, gönnt euch die wilde Kirsche und die Maulbeere, wenn es dir geholfen hat. Daumen da lassen, das hilft mir. Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags um 19 Uhr. Hier bimmelt sofort weiter. Petri.